Rund 250 Millionen Pakete werden in Deutschland pro Jahr zurückgeschickt. Daraus resultieren nicht nur hohe Retourekosten für Händler, sondern auch eine Verschwendung von Ressourcen und eine CO2-Belastung durch den Transport. Das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel hat jetzt den Online-Check zur Retourenabwicklung entwickelt. Was Händler tun können, um ihre Rücksendequoten zu optimieren und was das Tool Online-Händlern bietet, erklärt unser Digitalisierungsexperte Marco Atzberger. Als Teil des Kompetenzzentrums Handels hat das ERI die Aufgabe, kleine und mittelständische Händler an den digitalen Handel heranzuführen. Dazu gehört natürlich auch E-Commerce. Und nach dem großen Erfolg unseres Quick-Checks für Online-Shops haben wir uns jetzt entschieden, einen ähnlichen Check für das Thema Retourenmanagement durchzuführen. Am besten ist es natürlich, wenn überhaupt keine Retoure zustande kommt, weil der Kunde die Ware erhält, die er erwartet. Und das erreicht man durch gute Produktbeschreibungen, durch Fotos, durch Videos, die das Produkt in der Anwendung zeigen und gibt dem Kunden eigentlich die Informationen, die er vorab benötigt. In unserem Check unterscheiden wir eigentlich nach zwei Kriterien. Das eine ist präventiv, also indem man zum Beispiel Bilder zeigt oder auch eine Rückrufmöglichkeit anbietet. Insgesamt haben wir da mehr als 10 unterschiedliche Kriterien, die man erfüllen kann, wenn man präventiv arbeiten möchte. Das andere ist das reaktive Retourenmanagement. Da geht es darum, die Gründe zu erfassen, warum Retouren zurückgeschickt werden. Man kann auch Gebühren verlangen für Retouren. Und auch da gibt es wieder einige Punkte in unserem Check, die man dann einfach abhaken kann. Auf unserer Webseite findet sich ein kurzer Fragebogen. Da sind etwa 15 Fragen zu beantworten, wie man mit Retouren umgeht. Daraus entwickeln wir dann Empfehlungen, was man besser machen kann und das kann man sich sogar als PDF zuschicken lassen und so künftig dann besser mit Retouren umgehen.